Hi, das Galaxy S9 steht vor der Tür. Der Google Home versteht bald mehrere Befehle gleichzeitig und an der Spracherkennung von Amazons Alexa wird auch weiterhin gefeilt. All das schauen wir uns in einer neuen Folge Vanix Tech News an. Viel Spaß! Ja, ihr habt gerade schon einen kleinen Überblick über die Themen bekommen, worum es heute geht. Und ich würde sagen, wir fangen mal direkt mit dem Galaxy S9 an. Da gibt es einige Neuigkeiten und zwar die größte ist, finde ich, die Veränderung des Displays nochmal. Also Samsung hat es die letzten Jahre so gemacht. Immer 2 Jahre lang wurde praktisch so ein Konzept verfolgt, von Smartphone bis dann wieder von der Optik vor allem, was ja gravierendes Neues kam. So wird es auch dieses Jahr bzw. nächstes Jahr vermutlich wieder sein. Das S8 sah ja extrem schön aus mit diesem randlosen Display fast schon und ähnlich wird auch das S9 aussehen. Allerdings gibt es da nochmal einen großen Fortschritt mit dem Display eben und zwar werden jetzt 90% der kompletten Fläche praktisch nur noch Display sein, was einfach nochmal 6% mehr sind wie beim S8. Da waren das Ganze nur 84% und beim iPhone 10 sind es nur 82%, also auch nochmal 8% mehr wie des iPhone 10s. Und ja, ist auf jeden Fall eine coole Neuerung, würde ich sagen, denn ich habe hier, da sieht man noch ein gerendertes Bild mal schon, wie es aussehen könnte. Seht ihr hier auch nochmal eingefügt. Ja, finde ich, sieht extrem zukunftsmäßig aus mit diesem, ja, fast komplett randlosen, vor allem unten und eben oben noch, wo die Sensorik, die Hörmuschel und die Kamera eben drin steckt. Klar, da muss eben noch ein bisschen Platz gelassen werden für den Rahmen sozusagen. Ansonsten toll, wie das Ganze da voranschreitet. Außerdem, was kommt im S8 noch dazu? Und zwar die Heatpipe-Lösung wird auch vermutlich wieder im S8 stattfinden. Was ist eine Heatpipe-Lösung? Das sind praktisch, ja, Heatpipe, also Hitzeleitung sozusagen, sind im Rücken praktisch des S8s verbaut. Schon seit dem Galaxy S7 setzt Samsung eben auf diese Lösung und es dient einfach dazu, dass Wärme eben abgeleitet wird über Metallleiter. Der Nachteil daran ist, die sind relativ kostenspielig in der Herstellung, deswegen auch immer die hohen Preise natürlich. Nicht nur deswegen, ist generell Samsung hohe Preise, aber ist eben auch ein Faktor, der mit reinspielt und ja. Denn ein Prozessor kann natürlich nur gut arbeiten, wenn der auch immer schön gekühlt ist. Sobald der irgendwie anfängt zu überhitzen, schaltet der bzw. taktet der automatisch runter, um nichts zu zerstören. Deswegen, diese Technik da wird auch wieder im S9 ihren Platz finden. Und ja, verbaut wird vermutlich der Snapdragon 845, ist noch gar nicht auf dem Markt. Wird wahrscheinlich auch wieder ein rasantes Teil sein, aber ansonsten, ja, wirkt alles in allem, die Gerüchte da jetzt zum S9, echt solide. Ich würde sagen, wir schauen uns trotzdem nochmal ein Thema zu Samsung an, was ich hier gestern gesehen habe. Fand ich extrem interessant, hat jetzt nicht direkt was mit dem Smartphone zu tun, indirekt schon, aber ja. Es geht um die Akkuladezeiten von Akkus generell. Da hat Samsung anscheinend jetzt echt einen Durchbruch gelandet und zwar sollen die jetzt eine Technik entwickelt haben, wie ein Akku 5-mal schneller leer. Das heißt, wenn er davor 60 Minuten geladen hat, beziehungsweise gebraucht hat, bis er vollgeladen war, braucht er jetzt nur noch 12 Minuten. Und ja, die haben da auch schon in Südkorea und in den USA ein Patent drauf angemeldet und soll anscheinend ja extrem bewegend sein dann, denn es ist natürlich ein Riesenschritt, 5-mal schneller. Ich glaube allerdings noch nicht, dass sie diese Technik dann natürlich direkt ins S9 zum Beispiel verbauen werden. Aber ich könnte mir trotzdem vorstellen, wenn das Ganze dann echt gut klappt und man das auf eine ordentliche Größe bekommt, dass es dann zukünftig in den Notebooks und Smartphones und so weiter, Tablets, ja, einfach eingesetzt wird. Finde ich eine krasse Sache, auch dazu, Link findet ihr natürlich in der Videobeschreibung. Machen wir mal weiter mit Amazons Alexa. Die Sprachsteuerung kennen wir mittlerweile, denke ich, alle, ist in aller Munde, man hat es überall schon mal gesehen. Ihr wisst, mein Kanal befasst sich ja auch sehr viel mit dem Gerät und da soll es eben eine kleine Veränderung bei den Skills geben. Ich habe es neulich schon mal in auch einer Folge Vanix Tech News angesprochen, dass die ersten Skills in den USA bereits was kosten und dass sie eben bei uns auch etwas kosten dürfen bald, denn das war ja anfangs nicht geplant. Einfach, warum macht Amazon das? Einfach, um natürlich die Entwicklung voranzutreiben der Skills, damit die Forscher bzw. die Entwickler der Skills einfach einen Anreiz haben, wenn sie wissen, hey, okay, ich kann damit auch Geld verdienen, dann wird natürlich da noch viel mehr Zeit reingesteckt. Ja, und bald wird es eben auch möglich sein, dass solche erstellten Skills auf die Benachrichtigungsfunktion und eben auf diese Stimmerkennungsfunktion von Alexa zugreifen können. Das heißt, ihr habt dann praktisch die Möglichkeit, wenn ihr Skill-Entwickler seid, diese Funktion eben auch mit einzubinden. Was bringt uns die Stimmerkennung?
Ich finde es relativ cool, denn so kann beispielsweise eingekauft werden, ohne einen PIN-Code verwendet zu werden. Das heißt, wenn ihr ja, euer Konto verknüpft habt, könnt auch nur ihr dann irgendwas bestellen und die anderen Personen in eurem Haushalt oder Freunde eben nicht. Genau das gleiche eben, wenn verschiedene Konten verknüpft sind, dann die eine Person sagt, spiel Musik, dann kommt eben benutzerspezifische Musik, zum Beispiel wenn Spotify verknüpft ist oder Amazon Music, eben dann von dem jeweiligen Streamingdienst. Und wenn die andere Person aber sagt, spiel Musik, dann kommt eben andere Musik, die praktisch ja, darauf angepasst ist auf diesen Nutzer, der meistens eben diese Richtung von Musik hört. Finde ich echt cool auch. Ich denke mal, bei verschiedenen Skills sind da noch einige Möglichkeiten dann offen und ja, bietet auf jeden Fall was. Genauso mit den Benachrichtigungen bei Skills, denn ich denke, jeder hat heutzutage seine 3 bis 4 bis 5, keine Ahnung, Standard-Skills, die eben einfach laufen, die man auch häufig nutzt. Zumindest jeder, der eben so ein Gerät hat. Und dann ist es doch schon ganz cool, wenn man praktisch dann per Lichtring angezeigt bekommt, welcher der installierten Skills praktisch eine Neuigkeit hat. Beispielsweise interessiert ihr euch sehr für Sport. Habt einen Sport-Skill aktiviert und man kann dann dem vermutlich, denke ich mal, so wird es kommen, die eine Farbe zuweisen, beispielsweise grün jetzt mal für Sport, Fußball, keine Ahnung, Rasen. Einfach sagen wir mal grün. Und ihr habt dann irgendwie einen Live-Ticker verknüpft und sobald irgendwo, zum Beispiel in der Bundesliga oder so, ein Tor fällt, dann seht ihr da direkt den grünen Lichtring, könnt kurz abfragen, aha. So in der Art kann das Ganze umgesetzt werden für Skills. Finde ich auf jeden Fall eine coole Sache. Ja, gehen wir mal noch zum direkten Gegenüber, zum Google Home. Und zwar, Google Home versteht jetzt schon in den USA die ersten Kettenverknüpfungen sozusagen. Das heißt, ihr könnt einfach einen Befehl sagen, zum Beispiel schalte das Licht an und spiele Musik in einem Satz und beide Befehle werden ausgeführt. Finde ich extrem cool. Auch gerade bei der Lichtsteuerung, klar, es gibt verschiedene Szenen, aber Beispiel. Man hat sein Wohnzimmer und sein Esszimmer und hat beides eigentlich als so Abendszene eben angelegt und möchte dann aber nur eines der beiden Zimmer wirklich schalten. Klar, man könnte auch noch mal jedes einzeln unterteilen, jedes Zimmer, aber solche Sachen lassen sich da einfach verknüpfen. Ich habe das Ganze natürlich auch direkt bei mir probiert, ob das bei uns schon funktioniert. Funktioniert leider nicht. Ihr könnt das Ganze gerne mal kurz sehen. Okay, Google. Schalte Bettlicht an und spiele Musik. Ihr seht, das macht dann also direkt Probleme. Wenn man jetzt aber nur sagt, zum Beispiel, damit ihr auch seht, ich habe das Gerät wirklich, Alexa, okay, Google, schalte Bettlicht aus. Ihr habt es gesehen, es hat geknackt leicht die Funksteckdose. Vielleicht hat man auch den Unterschied gesehen. Ja, funktioniert bei uns leider derzeit noch nicht. Ist immer schade, wird natürlich erst in den englischsprachigen Ländern veröffentlicht und ja, bis es bei uns ist, kann ich nicht sagen, wann das dann wirklich so ist, aber denke ich, kommt auch demnächst. Genauso das gleiche gilt natürlich für den Amazon Echo. Ich denke mal, auch die werden da häufig bzw. intensiv jetzt schon gerade dran arbeiten, denn das ist echt eine coole Funktion, wenn man da diese Verkettung eben in einem Satz sagen kann. Das macht das Ganze einfach nochmal natürlicher. Wenn man nicht erst sagt, schalte Bettlicht an, dann wartet man, okay, Bettlicht wird angeschalten auf die dumme Rückmeldung. Dann sagt man noch, schalte Musik an oder spiele Musik und auch dann kommt nochmal die Rückmeldung, sondern wenn man einfach seinen Wunsch sozusagen äußern kann, was alles gemacht werden soll, das Licht an, das Licht aus und das Musik zum Beispiel. Ist auf jeden Fall eine coole Sache. Fand ich einen interessanten Beitrag und bin ich auch gespannt, wann es dann bei uns ja, verfügbar sein wird. Ich denke mal, Amazon wird da auch schon, wie gesagt, dran arbeiten und wird, da wird es auch nicht mehr lange dauern. Schreibt mir mal in die Kommentare, was ihr von den Themen haltet. Falls ihr noch irgendwelche anderen Fragen habt, was gerade in der Technikwelt passiert ist, auch das könnt ihr mir gerne in die Kommentare schreiben, wenn euch irgendwas interessiert. Ansonsten, falls ihr auch am Smart Home interessiert seid, ich habe eine Facebook-Gruppe gegründet, bei der Gleichgesinnte wie ihr natürlich alle drin sind. Und da werden Fragen auch ganz schnell geklärt, falls ihr da Interesse habt. Link in der Videobeschreibung. Ansonsten vielen Dank fürs Zuschauen. Gerne abonniert den Kanal und lasst mir ein Like da. Dann sehen wir uns schon beim nächsten Video. Bis dahin, macht's gut. Ciao.